Herzlich willkommen in der Christuskirche der evangelischen Kirchengemeinde Lockhausen-Amsen. Wir feiern Andacht. 5 Minuten mit Gott. Wir feiern im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Das Frühjahr lädt ein, rauszugehen in die Natur. Und das mache ich auch, wie immer. Trotzdem ist dieses Jahr alles anders. Ich fühle mich auch ohne Ausgangssperre eingeengt durch Corona. Ich wünsche mir Nähe und muss Distanz halten. Und wie geht es anderen? Kindern, Jugendlichen, die nicht zur Schule in den Kindergarten dürfen. Prüfungen sind verschoben. Erwachsene fragen sich, was wird aus meiner Arbeit? Ältere sind besonders gefährdet. Am besten, man bleibt zu Hause, so der Rat. Eine Frau erzählt mir am Telefon, meine Kinder, Enkelkinder besuche ich im Augenblick nicht. Wir müssen jetzt vorsichtig sein. Aber ich schreibe ihnen Briefe. Das finden die Kleinen gerade richtig klasse und aufregend. Post von Oma. Und sie schreiben mir sogar zurück. Die Gesellschaft hat sich das Briefeschreiben abgewöhnt. Wir nutzen Social Media. Aber für die Oma und ihre kleinen Enkelkinder ist das gerade jetzt ein Highlight. Einen eindrucksvollen Brief hat vor über 2500 Jahren der Prophet Jeremia geschrieben. Er schrieb an Menschen, die durch Krieg aus ihrer Heimat vertrieben waren. Sie waren verunsichert in der Fremde. An sie schrieb Jeremia die folgenden Worte: Suchet der Stadt Bestes und betet für sie zum Herrn, denn wenn es ihr gut geht, dann geht es euch auch gut. In der Verunsicherung und Ausnahmesituation aneinander denken. Gute Wünsche, einen lieben Gruß senden. Suchet der Stadt Bestes und betet für sie. Corona hat die ganze Welt gerade verunsichert und in Ausnahmezustand versetzt. Sorge und Angst sind da, auch Angst vor Einsamkeit. Und gerade deshalb finde ich diese Idee mit dem Brief so schön. Ein Brief, der zeigt, du bist mir wichtig. Kostbar, dieser Gedanke, füreinander das Beste zu suchen und eben nicht im Laden die Sachen dem anderen auch noch abgreifen. Kostbar, der Gedanke, gemeinsam vor Gott zu sein und zu beten. Suchet der Stadt Bestes und betet für sie zum Herrn, gerade jetzt. Wir beten mit Worten nach Dietrich Bonhoeffer. Zu dir rufe ich. In mir ist es finster, aber bei dir ist das Licht. Ich bin einsam, aber du verlässt mich nicht. Ich bin kleinmütig, aber bei dir ist die Hilfe. Ich bin unruhig, aber bei dir ist der Friede. In mir ist Bitterkeit, aber bei dir ist die Geduld. Oft verstehe ich deinen Weg nicht, aber du weißt den Weg für mich. Gewinne mich für das Leben, sonst verliere ich es. Verzeih meine Verzagtheit, schenke mir und der Welt deinen Frieden. Amen.